Ja, toll, ich habe Lohn bezahlt. Super. Hallo. Eine Frau in glänzender Kettenrüstung bewacht den Schrein, den Kopf nach unten geneigt, Gedanken verloren oder zum Gebet. Die Schließe ihres Umhangs ist mit dem Kopf eines Hundes verziert. Das Amulett windet sich in deinem Rucksack, fast als wäre es lebendig. Du spürst den drückenden Zwang zu tun, was der Drache sagt, und es der Frau um den Hals zu legen. Genau, einfach random vorbeikommen. Hier hast du eine neue Kette. Kommt gut. Sie blickt auf, als du dich näherst. Ihre ernste Miene weicht einem schiefen Grinsen. Sei gegrüßt, Fremde. Wir sehen hier in letzter Zeit nicht viele Reisende. Ein wahrer Jammer. Was tust du hier draußen? Mit dem Vater der Monster einige Worte wechseln. Das ist meist eine recht einseitige Unterhaltung. Nein, echt? Sie lächelt leicht. Ich komme gelegentlich hierher. Ich versuche, den Schrein von Ästen und Ähnlichem freizuhalten. Bist du hier, um deinen Respekt zu erweisen? Den Suchergott zu bitten, deine Jagd zu segnen? Nee. Nein, ich war nie ein sonderlich guter Jäger. Ich bin nicht hinter Hirschen her. Ja, ich verfolge eine gefährliche Beute. Lässt sich hier gut jagen. Ich bin nicht hinter Hirschen her, nur hinter Rehen. Die haben bei mir eine Garantie zu sterben. Bis auf dieses eine beknackte Reh, das mir entkommen ist. Das macht mich immer noch fertig. Lässt sich denn hier gut jagen? Man sollte es meinen. Es hängt wohl davon ab, was man jagt. Trolle und ihre Verwandten hausen hier in großen Scharen. Eigentlich nicht mehr, weil ich habe ja alle Gefahren hier beseitigt. Aber hey, was immer du meinst. Sie leben von den wenigen Banditen, die in das Gebüsch stolpern. Ja, so lange, bis ich in das Gebüsch stolper und den Trollen den Garaus mache. Naja. Die meisten Hirsche aber sind weitergezogen und die wirklich beeindruckenden Tiere sind bereits getötet worden. Ja, die ganzen Rehe zum Beispiel. Vielleicht hast du im Südosten mehr Glück. Bei den Searing Falls oder in Elm Shore. Ja, in Elm Shore habe ich auch schon Rehe umgebracht. Aber richtig viele Rehe gab es in Deerfoot Crossing. Soll ich dir mal erzählen, wie schön unsere Rehjagd da war? Ich glaube, wir haben drei verschiedene Rehe getötet. Es war so schön. Wer bist du? Fallanrot von der versenkten Klinge. Möglicherweise die einzige versenkte Klinge, die es noch gibt. Wer weiß das schon? Ich verbringe inzwischen mehr Zeit damit, den Schrein zu pflegen, als Jungdrachen zu jagen. Ja, das mache ich ja jetzt mittlerweile. Willst du mal deinen Job machen? Hätte ich nicht so viel zu tun. Was hat es mit der versenkten Klinge auf sich? Drachenjäger. Sie lächelt zynisch. Zumindest hielten wir uns dafür. Wir gaben uns die größte Mühe, dafür zu sorgen, dass unsere Beute dieses Stadium nie erreichte. Das ist clever. Wir waren von Anfang an ein zusammengewürfelter Haufen. Zunächst beseitigten wir nur hin und wieder einen Lindwurmbefall. Dann begannen wir, Jungdrachen zu jagen. Mitglieder kamen und gingen. Wir verdienten uns ein wenig Ruhm, nachdem wir halfen, einen ausgewachsenen Drachen zu besiegen. Echt? Cool. Welchen? Wir waren glorreich auf unsere Weise. Manchmal ein glorreiches Chaos. Doch es war nicht von Dauer. Glorreiches Chaos, das könnte unser Gruppenname sein. Wir sind auch immer siegreich, aber teilweise sehr chaotisch. Ich denke da an diesen wundervollen Kampf gegen die Sporen. Der war toll. Einige unserer Mitglieder schlossen sich den Hunden an oder der Krallengesellschaft, was auch immer das schon wieder ist. Ich mache mir nichts daraus, alte Tempel zu plündern oder mich unter hochwohlgeborenen Narren zu mischen, die glauben, sie seien Galloways Auserwählte. Aha.
Ich bin zufrieden damit, unser Banner ganz allein hochzuhalten. Okay, ich suche nach dir. Ach, ich dachte nicht, dass sich noch irgendjemand an mich erinnert. Woher weißt du von mir? Der Drache in meinem Keller hat's mir gesagt. Lügen, ich bringe dir ein Geschenk, weil du meiner Familie mit dem Jungdrachen geholfen hast vor einigen Jahren. Hm, ja, genau. Ihr das Amulett einfach um den Hals werfen. Claudia findet in den Tavernen statt. Kann ich dir einige Fragen stellen? Das ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach, es gibt einen Drachen, der dich tot sehen will. Sie wollte, dass ich dich finde. Ja, weil dann ist ja ehrlich. Warum ist das nicht ehrlich? Nicht, dass ich noch ehrlich Reputation bräuchte, aber das ist doch ehrlich. Ich meine, wenn Lügen täuschend ist, ist das ja wohl auch für ehrlich zu gebrauchen, oder? Ja, und damit habe ich die Quest vom Drachen gefailt, aber das ist mir ja egal. Kaum haben die Worte deine Lippen verlassen, zerspringt das Amulett, das du in den Händen hältst, mit einem lauten Krachen. Ach, ich habe das in der Hand gehalten? Ich dachte, ich hätte es einfach nur im Rucksack. Du spürst eine fremde, brechende Welle des Zorns über dich kommen, dann verschwindet das Gefühl. Ja, damit ist das Amulett des Drachen weg, aber ich habe ihn vorher erfolgreich reingelegt, damit er mich hat gehen lassen. Das wird vermutlich das nächste Mal nicht mehr passieren, wenn wir uns sehen. Naja, passiert. Ich finde es krass, dass der Drache dadurch wirklich so viel mitkriegt, dass der sofort merkt, dass ich ihr die Wahrheit erzähle. Und dementsprechend ihn angelogen habe, naja. Fallenrot betrachtet dich mit nüchternem Interesse. Sie scheint nicht erfreut, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Ja, aber ich arbeite doch nicht für so einen verkackten Drachen. Also zumindest nicht, wenn er mich fressen will. Wenn es ein netter Drache wäre, könnten wir drüber reden, aber... Das ist kein netter Drache. Außerdem hätte die deine Seele wegwerfen wollen, um dann in deinem Körper spazieren zu gehen. Vielleicht nicht, doch du hast dennoch eine weise Entscheidung getroffen, Lynn. Dieser Drache wäre ein zu listiges Raubtier geworden. Oh, danke, Sagani, das ist voll lieb. Ich mag es immer, wenn meine Companions mich loben, dann habe ich das Gefühl, dass ich in dem Spiel doch einiges richtig mache. Ich dagegen ganz gewiss, es muss verlockend gewesen sein, aber Drachen geben keine guten Verbündeten ab. Unsere Wege sind ihnen fremd und sie scheren sich nicht darum, Versprechen zu halten. Naja, gibt solche und solche, ne? Aber nein, das war nicht verlockend. Ich wollte das, was der Drache wollte, sowieso nicht tun. Ja, jetzt habe ich meinen Drachentalent. Stimmt, ich habe total vergessen, ich habe doch nachdem ich im Palast auf Theos getroffen bin, habe ich doch noch irgendein Talent gekriegt. Ich habe total vergessen nachzugucken, was es war. Ich weiß nicht immer mehr, wie es heißt. Ich hoffe, dass ich gleich daran denke, meine Talente nochmal durchzugucken. Ich fürchte, du hast dir einen mächtigen Feind gemacht. Ach, das mache ich jeden Tag. Ich habe so viele mächtige Feinde, da muss ich die Drachendame hinten anstellen. Da stehen schon Theos und sein ganzer Ladenkieschlange. Da kann die dann dahinter noch. Ein Feind, den du aufsuchen solltest, ehe er zu dir kommt. Ja, die kommt eh nicht hoch, hat sie gesagt. Ich schulde dir Dank für das, was du getan hast. Dank und noch mehr. Ich lehre dich, was ich gelernt habe, als ich ihresgleichen bekämpft habe. So kannst du besser vorbereitet in die Schlacht gehen. Ja! Okay, da steht jetzt nichts Weltbewegendes. Lynn. Genau, das können wir jetzt. Einmal pro Ruhephase. Finde die Schwachstellen bei einem einzelnen Drachen oder jungen Drachen, wodurch seine Schadensreduktion, seine Genauigkeit und alle seine Verteidigungen für kurze Zeit reduziert werden. Ja, einige interessante Fakten zu dieser Ability. Das hält so okay lange. Es ist nicht super kurz, aber es ist auch definitiv nicht wirklich lang. Also solange man nicht irgendwie tatsächlich mit allen Leuten auf diesen Drachen einprügeln kann, weil Drachen haben ja dann auch immer noch irgendwie Zusatztruppen dabei, sollte man diese Ability noch nicht anwenden. Erst
Also meine Taktik ist immer, den Drachen mit irgendwelchen Summons beschäftigen, währenddessen seine Unterstützungstruppen wegmachen. Und wenn die alle weg sind, dann kann man gut diese Ability auf den Drachen legen und den schon mal ziemlich weit runterprügeln. Irgendwann, wenn es ausgelaufen ist, ist der Drache meistens noch am Leben und den Rest, den kriegt man dann irgendwie noch. Vielleicht fällt der eine oder andere um, weil Drachen sind schon hart, also die sind definitiv nicht trivial. Aber ich habe durchs Ausprobieren rausgefunden, gleich die Ability drauf machen und dann feststellen, dass du an all den Zusatztruppen, die der Drache dabei hat, hängen bleibst. Blöde Idee, weil danach frisst dich der Drache halt dann trotzdem. Ja, und was haben wir noch? Was, das haben wir schon gehabt? Ja, ich glaube, das habe ich gekriegt. Der Wächter schaut in die strafenden Erinnerungen vorheriger Leben und zieht deren Kraft zur Verbesserung all seiner oder ihrer Attribute ab. Das ist cool. Ich kann mir meine Attribute pusten. Das ist cool, daran erinnere ich mich gar nicht. Okay. Wo haben wir denn jetzt irgendwelche Bounties? Also, der ist im Estonwood, das ist quasi um die Ecke. Der ist in Lea Raemon. Die ist in Clearbarn Relay. Und der ist in Copper Lane. Ja, dann fangen wir doch mit dem im Estonwood I'm an. here, certainly. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen Bounties machen. Kann ja nicht so schwer sein. Ich meine, wir haben jetzt was? Drei Charaktere, die Level 16 sind. Sind die alle immer noch gleich viel oft umgefallen? Ja, immer noch. Oh, süß. Aber Lynn ist der Tank der Gruppe. Mächtigster besiegter Feind. Lynn, Margron Priester, Arloth, Roadwith, Pelagina, Deadfire Shanty-Sänger, Grieving Mother, Todesfeuer Illusionist, Kana Strahlenpilz. Also von den sechs Leuten, die ich dabei habe, haben fünf den mächtigsten besiegten Feind. Sehr gut. Ist ja geil, nee, du fehlst in der Liste. Wie auch sonst, ja. Ich weiß nicht, ob es anders aussehen würde, wenn ich vielleicht den Ender dabei hätte. Vielleicht hätte der dann den meisten Schaden erlitten. Aber 32.000 Schaden ist schon eine Hausnummer. Hat sie gut gemacht. Aber gut, sie ist ja auch permanent in der Gruppe, also sie hat da gute Chancen, bei den Statistiken relativ hoch zu kommen. Also bei einigen von den Statistiken, nicht bei allen offensichtlich. Markron Priester, ach komm, das könnte doch auch ein zweiter werden. Boah, also nach der Unterhaltung vorhin war ich wirklich sehr versucht, ihm einfach ein Dolch in den Rücken zu hauen. Ich muss gestehen, ich bin fast traurig, dass ich hier all die guten Enden für meine Companions anstrebe, weil mir hat tatsächlich, Spoiler übrigens, mir hat das Ende von Durans Quest, wenn man ihn halt nicht genug zum Reden kriegt und das selbst seinen Zwist mit Margaret nicht auflöst und er sich selbst einäschert und sich anzündet, das Ende hat mir viel besser gefallen. Das war so befriedigend, vor allem du konntest dann auch im zweiten Spiel nochmal darauf Bezug nehmen. So direkt irgendwie in den ersten 1 bis 2 Stunden des Spiels konntest du direkt eine Antwortmöglichkeit in der Unterhaltung nehmen, von wegen, ja, also der letzte Margron-Priester, den ich dabei hatte, der ist hinterher in Flammen aufgegangen. Ach, oh, das war so schön. Das werde ich ein bisschen vermissen. Wir wollten in den Estonwood.